Der Streit um die Impfpflicht im Gesundheitswesen entwickelt sich offenbar immer mehr zu einer Frage des Prinzips. Am Freitag lehnte das Verfassungsgericht einen Eilantrag gegen das Vorhaben ab. Mit einer Begründung, die eher an Staatsräson und weniger an eine rechtliche Abwägung erinnerte. Vorher hatte der Landtag in Sachsen das Thema diskutiert und selbst die Regierung des umstrittenen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer gerät mittlerweile unter Druck. Deshalb erfahren Sie in Kompakt der Tag am 11. Februar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige unserer Themen. Gesundheitswesen. Sachsens Landesregierung spielt auf Zeit. Rolle rückwärts. Österreichs Politiker rücken von der Impfpflicht ab. Bundesverfassungsgericht. Nein zur Spritze ist Ja zur Spritze. Freie Sachsen. Jetzt treten die Unerwünschten. Autobahnblockaden. Freddy Ritschl über die Gier der letzten Generation. 25% der Kommunen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wussten bereits Anfang Februar nicht, wie sie die Impfpflicht im Gesundheitswesen durchsetzen sollen. Das ergab eine Umfrage des Mitteldeutschen Rundfunks. Besonders deutlich wurde der Ilm-Kreis in Thüringen. Das Berufsverbot für Ungeimpfte sei, Zitat, schlicht nicht umsetzbar. In dieser Woche beantragte die AfD im Dresdner Landtag, die Abgeordneten sollen die Staatsregierung auffordern, sich für ein Ende der Impfpflicht einzusetzen. Und tatsächlich scheint die Koalition von Ministerpräsident Kretschmer langsam verunsichert. Die Stadt Riesa in Sachsen am Mittwoch. Hunderte Pfleger sind auf die Straße gegangen. Sie fürchten die Folgen einer Impfpflicht. Zur gleichen Zeit glaubt auch die AfD im Sächsischen Landtag, dem Freistaat drohen harte Zeiten. Von 300.000 Betroffenen in Sachsen werden wir 100.000 verlieren. Damit droht uns ein kompletter Kollaps. Das weiß auch die Regierung. Die Impfquote im Gesundheitsdienst liege teilweise bei nur 60%, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping vor 2 Wochen der Leipziger Volkszeitung. Flächendeckend sei die Pflicht kaum umsetzbar, doch daran wollte sich die SPD-Politikerin im Landtag nicht mehr erinnern. Die Versorgungssicherheit unserer Menschen hat oberste Priorität. Es wird keiner schlechter versorgt werden als vor der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Und das ist unser Versprechen. An diesem Versprechen zweifelt nicht nur die AfD. Auch die Linke gab sich skeptisch. Sogar CDU-Generalsekretär Alexander Dirks sah viele offene Fragen. Die Landesregierung spielt nun auf Zeit. Der Erlass für die Impfpflicht liegt erstmal auf Eis. Bis nach der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche. Die Erwartungen der AfD sind jedoch gering. Also ich glaube, dass nächste Woche ein Erlass kommt, der irgendwie in eine Umsetzung fabuliert, eventuell mit einer Übergangslösung, mit einer längeren Frist. Aber ich bezweifle, dass diese Regierung willens ist, die Impfpflicht abzuschaffen. Die Details bleiben also abzuwarten. Die vielen Demonstrationen der Pflegekräfte in Sachsen werden wohl weitergehen.